Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Videos ist die NMR-Spektroskopie. Und zwar, um genauer zu sein, die Feinstruktur von NMR-Spektren. Nach dem Video weißt du, erstens, was die Feinstruktur von NMR-Spektren ist, zweitens, wie sie zustande kommt und drittens, welche Informationen sie uns liefert. Um das Video zu verstehen, solltest du allerdings bereits wissen, welche die Grundlagen der NMR-Spektroskopie sind und worin die Grobstruktur von NMR-Spektren besteht. Erinnern wir uns. Die NMR-Spektroskopie beruht auf der magnetischen Resonanz bestimmter Atomkerne, zum Beispiel Wasserstoff 1, Kohlenstoff 13, Phosphor 31 und so weiter. Die am häufigsten eingesetzte Art der NMR-Spektroskopie ist die H-NMR-Spektroskopie, auf die ich mich im Folgenden auch beschränken möchte. Erinnern wir uns weiter. Jedes Signal im NMR-Spektrum ist auf einen Satz magnetisch äquivalenter Kerne zurückzuführen. Die Lage eines jeden Signals im Spektrum liefert uns Informationen über die chemische Umgebung des betreffenden Kerns bzw. Kernsatzes. Man spricht an dieser Stelle von der chemischen Verschiebung. Schauen wir uns etwa das H-NMR-Spektrum des Ethanols an, dessen Strukturformel hier gegeben ist, indem wir drei Signale finden. Die relativen Intensitäten dieser Signale und damit die jeweilige Anzahl der beteiligten Kerne stehen in einem Verhältnis von 1 zu 2 zu 3. Jedes dieser Signale können wir einem Satz magnetisch äquivalente Wasserstoffatome oder Atomkerne zuordnen, das rote Signal dem H der Hydroxylgruppe, das blaue Signal der CH2-Gruppierung und das grüne Signal der CH3-Gruppierung. Soweit so gut. Bis hier haben wir allerdings nur die sogenannte Grobstruktur des H-NMR-Spektrums des Ethanols vorliegen. Setzen wir uns eine Brille auf und schauen uns das Spektrum genauer an, dann werden wir überrascht feststellen, dass das grüne Signal in Wirklichkeit nicht aus... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.